zusätzlich bringen, ja, tut's auch. Und ja, kriegt halt für jeden Hit im Prinzip, kann sich 10 Hits leisten, dann sind die Schilde weg und hat dadurch jetzt aber auch einige Kanonen zerstören können. Diese ist inaktiv und Stefan geht weiter mit Dark Templar. Naja, würde ich ihm raten, er hat hier 3 Warp Gates, hier hat er noch welche. Wenn wir uns anschauen, hat 3000 Mineralien. Ja, würde ich einfach hergehen, vor allem vom Supply, was er feiert, hoppala. Wäre ich einfach so irrsinnig lustig und würde lauter Warp-Knoten bauen und einfach reinpumpen und seinen Gegner überrennen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, da Stefan ein weitaus höheres Einkommen hat. Jetzt natürlich jetzt nur noch 7 Sonden. Gehen wir mal aufs Production Lab. Beide produzieren momentan nichts. Was haben wir bei den Units? Ja gut, auf Seiten von Fox überhaupt nichts und ja, da ist Stefan wieder Mini-Immortal, zieht ihn jetzt aber zurück, weil die Schilde weg sind und hat auf jeden Fall die Photon-Kanone stark Schaden machen können. Und da haben wir es wie angesprochen. Eine Kolosse mit der Thermolanze, eine Reichweite von 9 und die, ja, die Kanonen können dagegen nichts ausrichten. Das ist total egal, was da jetzt passiert, weil wenn Fox jetzt keine Units hat, kriegt er das starke Problem, dass die Kanonen nicht wirklich drauf schießen können, ne? Weil die haben nur eine Reichweite von 7. Ja, das Raumbord, ne, das wäre sicher nicht schlecht. Zum Beispiel Phoenix, aber er hat einfach nicht wirklich Ressourcen. Ansonsten kann er nur einen Phasengleiter bauen, aber ja, Stefan ist da auf jeden Fall im Vorteil, wenn wir uns anschauen, alleine die Mineralien, die er besitzt. Gas hat er momentan nicht wirklich, baut die zwei immer noch nicht aus. Hier unten wird nur von einem abgebaut, ja, wäre auch umständlich, dass die Sonden da fahren müssten. Und da sehen wir es, da haben wir 4 Kills, das sind jetzt halt auch Kanonen zählen als Kills oder Gebäude zählen zusätzlich. Ja, werden wir ja sehen, wie Fox reagiert. Und Fox geht auf einen Phasengleiter gegen einen Kolosse, ist sicher nicht schlecht, weil der Kolosse kann nicht gegen E-Einheiten angehen, aber da geht es halt Fox immer mehr am Kragen, ne? Hat hier auch den Warp-Knoten gebaut, aber hat keine Unit rausgeholt, hat sich das Warp-Tor nicht geholt. Eine Roboterfabrik zum Beispiel, um ein Prisma zu erstellen, um wiederum heraufgehen zu können, wäre sicher nicht verkehrt. Ne? Naja, und jetzt haben wir aber den zweiten Kolosse, da macht das richtig gut, der Stefan zieht sich zurück. Ja, da bleibt Fox nichts anderes übrig, als wie sich ebenfalls zurückzuziehen. Denn ja, hier wiederum sind Kanonen, aber ich schätze mal, Fox wird jetzt versuchen runterzugehen, hat aber da wiederum Besuch von 2 Kanonen, die wieder, wie wir gesehen haben, Reichweite von 7 haben. Wenn wir uns die Phasengleiter anschauen, Reichweite von 6, naja, mal schauen, was er da ausrichten kann. Aber selbst wenn das alles da fällt, ja, bis auf die Schmiede jetzt wohlgemerkt, dann wären halt keine Upgrades mehr möglich. Ja, ist praktisch irrelevant, weil hier ist so gut wie ausgemeint, schauen wir mal. 220, 225, 120, 280. Gut, Star Simulator hat auch so gut wie nichts mehr. Und der zweite hätte noch was, aber das spielt ja keine Rolle. Aber ja, das Supply geht natürlich stark runter. Da muss, wenn wir uns anschauen, wenn er da oben reingeht mit dem Phasengleiter, da muss Stefan auf jeden Fall stark, stark aufpassen. Aber die Sache mehr oder weniger hat sich erledigt. Da haben wir jetzt weitere Hetzer. Wir haben noch einen Unsterblichen. Und ja, Fox hat aus seiner Situation jetzt noch versucht zu retten, was zu retten geht. Meiner Meinung nach den falschen Weg unter anderem eingeschlagen. Aber Stefan hätte es ebenfalls viel früher beenden können. Wenn man, ja, können wir im Prinzip schon das Resümee ziehen. Denn ja, Fox kann nichts mehr machen, hat nichts mehr, hat noch seine paar Gebäude und das war's halt noch, ne? Weil das Spiel ist halt erst vorbei, wenn wirklich alle Gebäude zerstört sind. Würde mich überraschen, wenn jetzt Fox wirklich Stefan noch auseinandernehmen würde. Alleine schon von den Mineralien her, gut, Gasprobleme, das sollte Stefan auf jeden Fall sehen. Ja, das Resümee für einen Anfang für beide Spieler. Ich habe es ziemlich amüsant gefunden, dass beide Spieler praktisch ein Cheese mit den Kanonen versucht haben, wo ich sagen muss, ich habe es bei Fox besser gefunden als bei zum Beispiel Stefan, weil Stefan hat zwar unten gebaut, hat damit zwar, jein sage ich jetzt sicher nicht unbedingt, aber die Kanonen können nicht nach oben sehen, hat das Glück gehabt, dass Fox da nicht agiert hat und rein nur auf seiner Kanonenstrategie blieb ist und ja, war der Anfang ziemlich gleich, beziehungsweise eben, wie gesagt, hat das Fox da besser lösen können und oi, da bewegt sich Stefan direkt durch die Kanonen durch. Der erste ist gefallen, der zweite,
Keine Ahnung, wo der genau hin will, aber naja, gehen wir weiter dann. Aber Stefan hat sich gut gefangen hier und hat zwar jetzt dreimal die Schmiede bauen müssen, hat ein bisschen aufpassen müssen wegen der Reichweite, vor allem immer hinter die Kanonen bauen, aber letztendlich hat er sich hier halten können. Und was er sehr, sehr gut gemacht hat, ist halt der Punkt, dass er sich hier mit seiner Scout-Sonde neben einem Gegner aufgebaut hat und natürlich so zu weiteren Einkommen ist, unten nicht die Platzprobleme hat und sich halt hier wunderschön aufbauen kann. Da möchte ich aber auch noch Stefan sagen, und zwar von den Mineralien hat er massig, ne? Aber ja, wenn ich sehe, ich kann meine Units nicht produzieren, wie ich will, zum Beispiel vom Gas her, wenn Sie anschauen, 200 Gas ist halt eine Menge, wenn ich nur insgesamt, vorher war es nur unten der Assimilator, jetzt wird dieser hier ebenfalls bedient, aber dieser ist noch frei, ne? Dann sollte ich da auf jeden Fall reagieren und mehr Gas abbauen. Ja, der Chrono Boost hätte auch auf die Warp Tour setzen können. Hier war es nicht schlecht, hätte aber dann vom Dark Templar umswitchen sollen, beziehungsweise hätte die gar nicht gebraucht, da viele, viele, viele Kanonen im Spiel waren und halt hier Detektoren vorhanden sind, ne? Und die Detektoren decken diese nun mal auf. Und mit Hetzer wäre er da auf jeden Fall besser bedient gewesen, wenn er die hier reingeportet hat. Ja, und hat es letztendlich, bis auf dass er den Kolosse da wiederum verloren hat, hat er es letztendlich gut gelöst. Schade, dass von Fennec Fox kein GG gab, weil ich habe die Spielweise recht lustig gefunden. Und ja, Fox hat halt verloren, weil Fox nicht weitergegangen ist, zum Beispiel auch mit seiner Scout-Drohne nicht, die dann ja irgendwann jetzt dann gefallen ist, scheinbar. Und ja, ist dann mehr oder weniger in sein Anfangsspiel stecken geblieben, weil Stefan hat auch weiterhin Sonden produziert, dadurch auch weniger Kanonen gehabt, aber im Endeffekt hat er sich dann auszahlt, da er höheres Einkommen gehabt hat, ne? Ja, zum Fox sei gesagt, ja, den Anfang hat er ziemlich gut gemacht, dann hat er aber stark nachlassen, für meinen Geschmack ein bisschen, ja, sagen wir mal, zu viel Kanonen, hat sehr viel darin investiert und die Eco nicht wirklich ausgebaut, hätte sich mit seiner Scout-Sonde dann noch alternativ bewegen müssen. Und beiden würde ich auf jeden Fall anraten, ein bisschen mehr scouten. Klar, es ist scheiße, wenn eine Sonde verloren wird oder sonstiges, aber ja, dann weiß man halt, was der Gegner hat. Und zum Beispiel Stefan hätte viel früher direkt hierher gehen können, einen Pylon setzen können und Kanonen bauen. Na klar, hat er das Risiko halt, dass er entdeckt wird, aber er hat ja die Sicherheit. Er hat unten angefangen, hat sich raufgearbeitet und ja, wie dem auch sei. Zu Fox, ja, Fox war dann mehr oder weniger eingesperrt, ist nicht wirklich mehr rausgekommen, ist dann nur noch auf Kanonen geblieben, was, naja, ich halt nicht so prickelnd gefunden habe, weil er hätte zum Beispiel ebenfalls eine Roboterfabrik bauen können. Und man darf auf Desert Aces nie vergessen, diese Plattform hier und diese Plattform hier ist nur per Luftweg erreichbar. Das heißt, selbst wenn Stefan es dann rausgefunden hätte, zum Beispiel, ja, hätte er sich bewegen müssen. Da hätte Fox dann ebenfalls Kanonen zum Beispiel positionieren können und hätte das so unterbinden können, dass ihm direkt reingegangen wird. Hat es aber verabsäumt, war dann in Einkommen stark hinterher und ja. War aber trotzdem ein sehr schönes Spiel. Mir hat's gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann klickt's doch bitte auf den Mag-ich-Button und abonniert's mich. Ja, dass ich's nicht vergiss. Und zwar, dieses Replay hat mir Stefan zugeschickt. Vielen Dank da an dich. Ich hoffe, du schickst mal weiterhin Replays. Mir persönlich hat's gut gefallen. War mal was anders. Ja, wollt auch ihr auf YouTube gesehen werden oder halt in Form eines Shoutcasts, dann schickt mir doch einfach ein Replay an lilyoshi@gmail.com. Aber vergesst bitte nicht, ein paar Informationen mitzuschicken. Nicht zu viel, aber auf jeden Fall, wie euer In-Game-Nickname ist. Denn es bringt mir nichts, wenn ihr euch mit Vornamen verabschiedet oder mit einem Nicknamen, den ihr nicht innerhalb dieses Spiels habt. Denn ja, dann weiß ich nicht, wer ihr seid und kann es auch nicht casten. In diesem Sinne, euer Lil Yoshi.